Nehme ich jetzt wieder dazu. Jeweils grüß euch. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Dass ihr wieder mal eingeschalten habt. Dass euch mein neues Video wieder ansieht. Wir sind jetzt in Cagliari angekommen. Ich werde mir die Fähre schnell verlassen. Und dann schauen wir kurz auf die Karten. Oder links ist glaube ich ein Platzl. Ah, rechts hat auch was gewesen. Ha? So, Stürme sind oder gar her. Pause haben wir gemacht auch, wir waren ja 12 Stunden unterwegs. Mir gesagt, wir sind jetzt in Cagliari angekommen. Fahren jetzt da hoch zum DHL. Und dann werden wir da von Sassari auf, wo ist? Da rüber von auf Marseille. Ja, ich habe auf der Fähre einen Anruf vom Hermi gekriegt, dass der Schack momentan gerade ein bisschen Überkapazität hat. Und ob ich da ja mehr oder weniger, oder ja, mehr oder weniger, ob es für mich möglich wäre, dass ich dann die auf Marseille umfahre, ob ich das machen konnte, ob das für mich möglich wäre. Aber ich habe dann zurückgerufen und habe gesagt, natürlich ist es möglich. So, die Nachricht werde ich dann schnell vorspülen. Ja, was mich hier, das ist der Hermann. Du, ich hätte eine riesengroße Bitte an dich. Du weißt ja, der Stefan ist nach wie vor im Urlaub und ich soll da durch den Schack fahren in Frankreich. Wo es genau hingeht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich soll es eruieren. Auf alle Fälle wäre es beim Schack zum Laden. Vielleicht hast du irgendeinen freien Fahrer oder irgendeinen freien LKW, besser gesagt, dass man du die Tour übernehmen könntest. Das wäre echt super. Wenn es dich interessiert, was bitte meine Frau in Salzburg im Büro an. Die gibt dir dann ein genaueres Bescheid. Und wenn es nicht geht, verstehe ich es auch. Ist vollkommen klar, gell? Vielen Dank. Auf alle Fälle. Wir hören uns. Ciao, servus. So, jetzt war die Nachricht vom Hermi. Ja, wie gesagt, telefoniert habe ich mit dem Hermi schon. Mit der Maria habe ich auch schon telefoniert. Das ist alles ausgemacht. Wir fahren dann nach dem Abland vom DHL, fahren wir auf die Fähre und fahren von Sassari auf Marseille rüber. Schauen wir mal, was der Ibischak da hat für uns. Fünf Uhr, vier Grad. Ah ja. Um 5 in der Früh ist da hier unten halt auch ein bisschen etwas kühler. Oh weh, was hat ihm da jetzt wieder nicht gefallen? Es wäre halt cool, wenn das SCS gleich irgendwo einbauen könnte oder würde. Von Haus auf, dass die halt Blaulicht haben und halt mit vollgetan Horn fahren. Und dass die dann halt über rote Ampel fahren. Wenn sie Blaulicht auf dort haben. Das war natürlich viel lässiger irgendwo. Weiter geradeaus.
Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Jetzt abfahren. Rechts halten. Drei Stunde, jetzt haben wir 5:20 Uhr. Ja, so haben wir so zwischen 8. Abbiegen. Ja. Sorry, du lad. War ja das erste Mal mit dem LKW. Irgendwas, was wird das nicht so sagen? Irgendwas wird das so sagen. Super. Ah ja, genau. Genau, sind wir zwischen 8 und 9 Uhr beim DHL. Werden wir abgeladen und dann müssen wir schauen, dann müssen wir uns eine Fähre buchen. Die Fähre werden wir buchen, während uns die Jungs vom DHL uploaden. Da werden wir nach der Fährverbindung schauen und werden sie die Fähre buchen. Dann müssen wir das Wochenende in Marseille verbringen. Ja, Füße vom Wochenende dann immer über. Und dann fahren wir am Montag rüber zum Schack. Und schauen wir mal, was der hat zum Laden. Was der gefahren. Was wir für ihn fahren sollen, nicht was für gefahren. Oh, hallo. Da kann man das ein bisschen anders absichern dort. Das ist. Da fahren wir die Baustelle da. Ithaka sind schon ein Hammer. Bist du narrisch? Alter Schwede. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was der Schack zum Fahren hat. Was er braucht, der Schack. Machen wir doch gerne für den Hermi und für den Schack. Ich glaube, mit den Umweltgeräuschen muss man da mit den Audioeinstellungen, glaube ich, noch ein bisschen spielen. Das ist mir etwas zu laut. Umgebungsverkehr. Ja, schau, haben wir schon 9 Grad. Erst wenn man denkt, die Fuhr hängt oder die Wärme wahnsinnig stören. Aber ich glaube, an die kann man sich auch gewöhnen. Doch nicht so schlimm, wie er geglaubt hätte. Wieder Mordstation oder irgendwas.
7 Uhr wird Rauschauer sein. So schön habe ich das noch nicht gesehen, dass das Einrennen so schön funktioniert. Richtig schönes Reißverschlusssystem gewesen jetzt da. Warum funktioniert das nicht immer so? Oh weh, oh weh. Waren sie wieder zwar nicht einig. Ypsopoler, ne? Wieder ein 3,5 Tonnen zur Möbelwagen auspackt. Um selbst Möbel abholen und jetzt hat Angst damit zum Fahren. Ja, jetzt glaube ich schon, wenn du immer noch am PKW gewohnt bist, dann sitzt auf einmal so ein Drumkurbel drinnen, so einen großen Kasten. Dann ist das schon etwas ungewohnt. Dann war glaube ich gleich da. Jetzt abfahren.
danach links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ja, das war eh so klar. Sind wir ja schon da. Jawohl, da sind wir ja endlich. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir sie aber hinstellen. Keine Ahnung. Ah, warte, da steht einer. Werden wir gleich mal fragen. Jussi, servus. Du, ich hätte da eine Frucht für euch. Orangen und ja, das habe ich schon wieder vergessen. Wahnsinn. Ah, da hinten so ein Hutl stehen für mich. Oder meinst? Ah, okay, passt, ja. Dann stellen wir da hinten nochmal hin und dann schauen wir weiter, gell? Passt, danke dir. Ah ja, wirklich wahr. Wir stehen einen Hutl um. Ja, da werden wir sie mal hinstellen. Dann werden wir uns mal hinstellen und dann schauen wir rein. Dann gehen wir hinein und sagen, dass wir da sind. So, jetzt haben wir das Fenster offen lassen. Ja, na egal. Ja. Wir sehen uns wieder nach dem Abladen. Bis denne. Passt, Jungs. War super. Haben wir super hingekriegt, das Olona. Danke, kriegt Narisch, gell? Ja, für mich geht es jetzt noch zur Fähre. Und dann fahre ich mit der Fähre um auf Marseille und ja, dann werden wir Frankreich ein bisschen unsicher machen. Machen wir lange bis hier noch? Bis 13 Uhr? Ja, das ist ja auch nicht mehr so lang, oder? Passt, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, gell? Grüß euch, Baba, Pieti. So. Wir haben jetzt alles abgeladen. Wie gesagt, wir fahren jetzt dann noch weiter nach der Fähre. Und dann fahren wir mit der Fähre noch rüber auf Marseille. Und ja, dann werden wir sie wiedersehen. Oder wir werden uns dann wiedersehen nach dem Wochenende. So, ja. Schauen wir kurz auf die Karten. Ich will jetzt noch da fahren. Ich will jetzt noch zur Fähre fahren. Dann werden wir übersetzen nach Marseille. Und ja, Moment, entweder nehme ich dann noch mit. Der Stickel von Marseille bis rauf zu dem Rastplatz oder wir sehen sie ja schon Montag in der Früh wieder. Gut. Zur Fähre nehme ich noch mit und dann schauen wir weiter.
kleine Stückchen zurück. Was ist denn da wieder? Was steht da dran? Ah, es waren zwar recht lässige Typen. Die haben halbwegs gut Deutsch kennen. Und sie da schreckt jetzt da. So, warte mal, jetzt haben wir sie über die Dings gerade markiert, gell? Die Fähre. Ja, ohne die Navi finde ich da noch nicht hin. Wie gesagt, Ticket habe ich mir gebucht in der Zwischenzeit. Na dann sehen wir mal zu, dass der Ausrufezeichen Unfallcounter nicht steigt. Ja, hoffentlich. Haben wir ja schon genug gehabt in der Zwischenzeit. So, wo müssen wir hin, Franco? Links, rechts? Ich würde sagen, nach rechts, oder? Jetzt rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bist du vorbeigekommen? Nur weil der Hänger da ein bisschen ausgeschaut. Der ist so mädchenhaft da. Wo willst du hin? Links? Hey, nach rechts? Da vorne steht noch einer. Ich hab jetzt gar nicht gesehen. Dafür war fast du, was wenn du rechts abbiegen willst, das verstehe ich nicht. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bist du deppert? Der Schuder zahlt ca. 4. Wahnsinnig, oder?
Ich hätte ja gern, wenn ich Kunden dort einer tue ich so. Dürfen tue ich momentan nicht. Ich habe einen Bus voran, das ist ja Wahnsinn. Am Kreisverkehr, die zweite Auswahl. Oh, jetzt habe ich gerade keine englische, aber ja. Gasfuß wieder ein bisschen zügeln. Jetzt abfahren. Am Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Jetzt abfahren. Demnächst links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, schon langsam wieder ein bisschen schwindelig, oder? Die ganzen Gasverkehre. Jetzt abfahren. Ja, Wahnsinn. Der da, oder? Die Fähre fotografieren, oder? Wo muss jetzt da hin, Franco? Jetzt rechts abbiegen? Wo bist du auch, Koffer? Na. Die nächste rechts, du Vogel, du. Okay, ich denke, das ist irgendwas nicht richtig. Ja, bleib vielleicht stehen und sehe sich da aus davor. Ich glaube, da können wir gleich aufbefahren. Dann müssen wir sie da links hinstellen. Mehr oder weniger in einem Stück angekommen. Sehr schön. Dann fragen wir die zwei. Da wieder unsauber gearbeitet. Entschuldigung, kann ich gleich auf die Pferde rauffahren oder muss ich mich erst anstellen? Aha, und die warst du schon drin? Ja, na okay, passt. Ja, reserviert ein Ticket habe ich alles, freilich. Aha, kann jetzt doch eine fahren.
Alter Verwalter. Passt. Schauen wir mal, dass wir da jetzt noch irgendeinen Einweiser finden. Den Blättmod muss ich ausnehmen. So, passt. Gut. Wie gesagt, wir sehen sie dann in Frankreich in Marseille wieder. Da bist du ja endlich. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit. Oder jetzt haben wir übergesetzt. Wir sind in Marseille. Jetzt fahren wir noch dort zu einem Autohof. Ja. Schauen wir kurz auf die Karten. Er liegt hier. Und es sind 25 Minuten. Aber sagt es nicht, dass wir dort jetzt dahin fahren. Weil es ist eigentlich Sonntag. 1.30 Uhr in der Früh. Reindeutig stiefert man ja gar nicht fahren. Wochenfahrverbot. Ich habe zwar einen Kühler drauf, aber der Kühler ist ja leer. Somit, ja. Somit dürften wir eigentlich gar nicht fahren, aber ja. Ich will nicht da am Hafen stehen bleiben. Wir möchten da zu diesem Rasthof fahren. Weil von denen habe ich schon so viel gehört. Das soll recht lässig sein dort. Kurz essen geben, duschen und so weiter und so fort alles. Also ich bin echt schon gespannt dort auf den Autohof. Bisschen schnell, glaube ich. Ist das Industriegelände? Ist das Ortsgebiet? Mein Navi sagt mir nichts an. Weiter geradeaus. Demnächst links abbiegen. Ah, da links ist hier wieder sein, oder? Jetzt links abbiegen. Ah, da. Nein, da noch nicht. Anscheinend dann ist aber was anderes. Die KI wieder on point. Ach, da links, das dürfte das sein. Schaut doch schon einen Haufen weg gewesen. Was ist denn da?
Darf er da schauen? Gehen die da alle zum Klo gehen? Oder warum stehen die da? Ja, Wohnwagen, kein Klo. Ah, jetzt schwand mir. Jetzt schwand mir was. Ah, das wird. Ist wieder da nicht das, was ich jetzt glaube. Ich werde dann mal fragen, was sie da hinführen dürfen. Servus! Du, wo darf ich da hinstellen? Drei Platzwahl. Aha, okay, passt gut. Drei Platzwahl. Ist die Partie einfach oder der Leck? Ah, da geht gerade einer zurück zum LKW. Also, erst reges Treiben dort anscheinend. Wo führen Sie mich da jetzt dahin? Oh, wie ist denn da passiert? Ach du Kacke. Wie wir da vielleicht herstellen? Da ist frei, da haben wir es nicht weit. Ja, wie bist denn du drauf? Alter Schwede! Ist um 2 in der Früh. Was ist denn du genommen? Ich glaube, ich stürme mich da her. Da hinten ist es mir. Nicht ganz so geheuer. So, passt. Jungs und Mädels, gehen wir zwar mit der Kabinenseite nach vorne, aber es ist eh Wochenende, da dürfte eh so viel Verkehr sein. Egal, Handbremse rein, Motor aus. Ah, scheiße. Muss Fenster ja noch zu machen. So, passt du. Gut so. Das Licht schalten wir aus. Passt. Hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es zum Schack geht. Wenn wir laden fahren. Gut. Ich werde da jetzt den Sonntag da dann auch auf den Rosthof verbringen. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen mal sehen. Schauen wir mal. In dem Sinn, tschüss Papa, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich will wissen, gell? Liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Glocke drücken, dann verpasst keines von meinen ach so tollen Videos. Passt, aber jetzt dann. Tschüss, bitte euch, Papa.